Das nächste Bild, das wir hier präsentiert bekommen, heißt Träume von der Feenhöhe. Ein Pferd aus der Zucht und im Besitz von Regina Felsmann-Krank. Herzlich willkommen. Und der Träume stammt ab von Tachari Frau Söderkroke aus der Kaupe von Osterbeholz. Wird vorgestellt von Andreas Trappe. Und wir begrüßen herzlich unseren nächsten Abwechsler. Hier kommt Träume von der Feenhöhe 2017 von Regina Felsmann-Krank. Viel Freude. Ja, ein Pferd mit sehr viel Zölt, der auch ziemlich taktsicher aussieht. Und Andreas kommt eigentlich immer mit viel Energie und Zölt an der Hand in die Bahn. Und das war hier auch sehr gut, hat schön geklappt. Ja, und so ganz langsam ist er auch. Also man hat schon Spaß. Genau. Insgesamt bleibt er so ein bisschen flach im Bewegungsablauf, einfach dadurch, dass die Oberlinie noch so ein bisschen fest ist. Und wir gucken einfach mal, dass sich das noch ein bisschen löst. In der Wendung kam dann die Gruppe ziemlich hoch. Also kann man jetzt ganz gut vergleichen zu dem Pferd vorher, praktisch der Körperschwerpunkt schon konstant eben eigentlich alles so war. Ne? Also Gruppe immer unten, Hintern immer angewinkelt. Bei ihm ist es so, kommt so einfach mehr so ein bisschen vorgetieft über die Schubkraft. Aber er hat eindeutig alle Gänge und Takt im Naturtölt ist auch ziemlich gut von Natur aus. Jetzt hat er wieder gesehen, wenn er dann bremst im Galopp, kommt die Gruppe eigentlich immer höher. Das ist natürlich etwas, was im Freilaufen ist, schon leichter mal passiert. Aber es ist natürlich einfacher, wenn es von Natur aus eben anders ist. Das aber gerade wieder kurz den Kreuzkörper gehabt. Also er hat schon ein bisschen das Problem beim Gangwechsel immer so hoch mit der Gruppe zu kommen. Und dann kürzt sich auch der Tritt in der Hinterhand stark. Das ist nicht so einfach. Viel Natur, viel Lack, dann könnt ihr ihn wieder einfangen und aufstellen.
Nana gemacht. Ja, weil Nana mit Tida in einer Box steht. Steht Tida so? Dann würde ich Nana machen, weil bei Nana steht Computer. Computer ist keine Box. Dann nehme ich Lulu. Also der ist nicht? Nee, gar nicht. Tida und Nana, also, da muss ich zweimal gucken, dass die Akku nicht machen. Genau. Der war ich echt noch. Ja, das ist jetzt so ein Pferd, das ja, durch den Körperschwerpunkt im Laufen gar nicht so groß gebildet hat. Und das Gebäude war eigentlich dann deutlich besser, als man es passiert ist, zu erwarten. Lampenrest.
das vielleicht auch immer nicht, also. Also Falben sind Wachs, sind Bangen, was ihr Falben und was gefalten ist, ne? Bin ich klasse. Ja, ja klar. Weißrollen gibt es ja jede Menge, aber Blührollen gibt es jetzt kaum eine. Was ist das da? Also Blühlein, ich bin da nicht klar. Das ist ja braun. Ja, die Wachs. Ja, glaube ich, sieht anders aus. So, kräftiger, langwieriger Junghengst, speziell in der Naturteil, mittleren Bewegungen und momentan hoher Gruppe im Freilaufen. Und das war so konstant, dass das leider die Gangmute auch gedrückt hat. Das ist natürlich was, was ein guter Reiter ein bisschen ausgleichen kann. Aber von Natur aus konnte man deutlich sehen, im Verhältnis zu dem davor, dass das für ihn schwierig ist. Er bekommt daher für die Gänge 7,6, für das Interieur die 7,9 und für das Exterieur die 8,0. Eben auch aufgrund der langen Beine und der kräftigen Sehnen war das Gebäude insgesamt dann noch deutlich besser, als man es erst erwartet hat. Vielen Dank.